So, jetzt ist die Sonde fertig und oh, ich habe doch, ich möchte euch zeigen, wie man sich befreit von der Sonde. Also erst die Hände desinfizieren. Weiß nicht, ob die Aufnahme gut wird. Dann muss ich hier auf Stopp drücken. Und dann muss ich sie abhängen. Ich mache sie schnell zu, mache den Deckel drauf, spanne sie raus und schmeiße den Behälter in den Kübel. Hier brauche ich jetzt 50 Milliliter warmes Wasser, so Körpertemperatur. 50 Milliliter. Ohne Luft. Und dann spüle ich das mit 50 Milliliter, weil die Sonde liegt ja im Dünndarm. Und so weit nach unten, dass wirklich der ganze Schlauch vollständig sauber ist. Und nach 4 Stunden werde ich ihn wieder spülen. Das muss man zwischendurch immer wieder machen. Immer mit 50 Milliliter. Ja, das wäre die ganze Prozedur. Und später gibt es dann nochmals eine Portion. Ich mache jetzt eine Pause. Das Mittagessen sozusagen. Jetzt gab es Frühstück. Hier. Und ich habe hier die Spritzen mit Wasser. Ich wechsle die Spritzen jeden Tag. Gibt es eine frische. Vielleicht ist das eine Verschwendung, aber ich mache es so. Ich danke fürs Zuschauen und für euer Interesse und sage bis später oder bis morgen. Bye. Ich habe gemerkt, ich habe es gar nicht aufgenommen. Ich bin jetzt zum Weg zu meiner Ernährungsberaterin, habe einen Stock gerissen hier an diesem Blumengarten, weil ich mir für den Sonntag eine Blume gekauft habe, da ich ja Geburtstag habe. Und jetzt mache ich mich auf den Weg zur Ernährungsberaterin. Ich bin noch viel zu früh. Hier komme ich noch von vorne. Und es tut mir leid, ich habe vorhin alles aufgenommen, aber ich habe nicht gefilmt. Ich habe es ohne Film gemacht und ich habe ja jetzt den Termin bei der Ernährungsberatung und möchte gerne einen Plan erstellen zum Zunehmen, möchte mich einschätzen lassen vom Gewicht her, ich weiß nicht, ob ihr das hört, weil es ziemlich laut ist und ja, und das werde ich euch dann nachher morgen erzählen. Ich habe noch ein paar andere Dinge, die ich euch morgen erzählen möchte, und das zusammenfassen möchte ich dann morgen das Video machen. Ich freue mich darauf und wünsche euch noch einen schönen Tag. Heute ist übrigens Freitag. Das ist jetzt der Weg Richtung Spital. Ich mache jetzt besser nichts mehr. Und ja. Ich mache die Hecke da, weil es kommt jemand mir entgegen. Witzig. Und das Haus ist das hintere. Ich bin viel zu früh, ich musste um 2 dort sein und jetzt ist 1:30. Also viel zu früh. Vielleicht gehe ich noch. Nein, ich bleibe da und werde da noch vielleicht ein bisschen im Park herumspazieren. Ich sage euch auf Wiedersehen und bis morgen dann zum Video. Bye! So, hallo zusammen, es ist Samstag geworden. Gestern war ich ja bei Frau Rühling, bei meiner Ernährungsberaterin, und ich erzähle euch dann, was dort abging, also was wir besprochen haben. Aber zuerst möchte ich mich entschuldigen über die schlechte Tonqualität, die ich habe. Da ich kein Mikrofon habe bis jetzt, ist es einfach unmöglich, dass ich es
besser hinkriege. Ich muss ein Mikrofon haben, das einen Bluetooth-Empfang hat, weil diese Kamera keinen Anschluss hat für ein Mikrofon. Und ich bin auf der Suche, habe aber ein kleines Budget und deshalb wird es schwierig, dass ich, ja, ich kann es einfach nicht so schnell organisieren, aber lasst mir Zeit, ich bin dran, das zu organisieren und ich hoffe, es wird in nächster Zeit anders sein. Dann möchte ich von der Begegnung mit der Frau Hühling besprechen. Es war eine Einschätzung, ich habe ihr gewünscht, eine Einschätzung zu machen zu meinem Gewicht und auch einen Plan zum Zunehmen erarbeiten. Zu meinem Gewicht, das habe ich ja seit Jahren immer dasselbe und das ist sehr tief. Sie hat gesagt, ich sei im tiefen Untergewicht und das ist, hat sich nicht verändert. Ich musste nicht einmal auf die Waage stehen. Ich hatte so Angst, dass ich auf die Waage stehen muss, aber Gott sei Dank musste ich es nicht, sonst wäre ich wieder verwirrt und hätte Probleme dann wieder. Aber es ist so, dass ich seit Jahren immer im gleichen Gewicht, so nein, so minus, also mehr oder weniger bin. Und das hat sich nicht verändert. Und sie hat mir gesagt, dass Gewicht zunehmen eine Unmöglichkeit sei. Also vielleicht ist es schon möglich, aber sie kann sich es bei mir nicht vorstellen. Sie kennt mich schon seit Jahren, Jahrzehnten. Und ich akzeptiere einfach nicht mehr. Und ich habe immer Mühe beim Zunehmen. Und sie hat gesagt, es sei besser, ich bleibe in diesem Gewicht. Und mache mehr Energie, also ich verändere die Energiezufuhr, das sprich, ich lasse mehr Sonde zu. Und jetzt haben wir einen Plan herausgearbeitet, womit ich meine Zielmenge, womit ich meine Sondenmenge erhöhe und eine Zielmenge festgelegt, die ich jetzt jeden zweiten Tag mit Schritten erhöhe. Und so werde ich einen größeren Energiehaushalt haben und mir ist es möglich, dann auch so eventuell in eine Wohnung zu gehen. Also ich möchte es immer noch nach wie vor, aber ich habe mir vorgestellt, ich bräuchte dafür ein Gewicht von mindestens 40 Kilo und das sagt sie, das könnte ich nicht erreichen. Also sie glaube mir nicht, dass ich das erreichen könnte. Und ich habe schon jetzt, ich habe heute angefangen mit der Sondensteigerung. Und ich habe so große Angst gehabt vor dieser Steigerung, aber es ist gut gegangen. Also die erste Menge habe ich nun geschafft und ich hoffe, es geht weiterhin gut. Und wenn es halt mal nicht geht, dann ist der nächste Tag wieder im gleichen Setting, geht es einfach weiter nach oben. Und wir haben jetzt eine Zielmenge abgemacht, ich sage jetzt keine Zahlen, weil es ist für meinen Körper bestimmt und für mein Gewicht und dann kann man nicht vergleichen mit anderen. Und dann noch zu der Sonde. Es wurde geschrieben, ich hätte keine Berechtigung für eine Sonde, aber ich habe sie verschrieben, die Sonde, weil also meine Sonde geht ja in den Dünndarm, weil ich es im Magen nicht richtig verdauen kann, geht sie direkt zum Dünndarm und ich bekomme auch die Medikamente und alles über die Sonde und das alles direkt zum Dünndarm. Und ich habe immer, also alle 8 Monate habe ich einen Wechsel der Sonde und den mache ich auf der Gastro. Es gibt dann wie eine Magenspiegelung, da gehen sie mit der Kamera nach unten und legen mir die Sonde in den Dünndarm. Und ich habe eine ganz dünne Sonde, die ist 8 mm und die spüre ich eigentlich nicht. Also ich habe keine Schmerzen und sie stört mich auch nicht. Ich kann so mit der herumgehen wie normal. Also Ich merke sie nicht einmal mehr. Ich habe sie schon seit Jahren. Schon bevor ich ins Pflegeheim kam, hatte ich diese Sonde. Ja, und in der Gastro, das ist immer unter Propofol, also eine kurze Narkose. Und das möchte ich meinem Körper auch nicht zu viel zumuten. Deshalb geht es immer lange, bis ich die Sonde wechsle, bis sie wirklich kaputt ist oder nicht mehr durchlässig ist, dann muss ich sie wechseln. Eigentlich wünsche ich mir eine PEG-Sonde, die direkt zum Dünndarm geht, dass man mir ein Loch macht hier, aber die ist verboten von den Ärzten, weil ich kein Fettgewebe habe und man direkt in den Bauchraum gelangt mit der Sonde und das würde dann eine Bauchfellentzündung hervorrufen, die könnte tödlich enden für mich und das möchte ich nicht. Und deshalb habe ich mich jetzt mit
dieser Sonde in der Nase arrangiert und lebe mit dieser Sonde. Aber es ist also kein Accessoire, wenn es hat mir jemand gesagt, es wünschen sich Leute eine Sonde und ich kann sie also niemandem als Accessoire empfehlen. Es ist eine Notwendigkeit und eine medizinische Indikation und deshalb habe ich die Sonde und nicht, weil ich eine Sonde, weil es schön ist, eine Sonde zu tragen. Ich hätte sie lieber nicht. Ich wäre froh, wenn ich essen könnte und genug essen könnte, damit ich überleben kann, aber das kann ich einfach nicht. Ich habe diese Krankheit schon so viele Jahre und ich habe auch mein Gewicht schon so viele Jahre so tief, dass es mir nicht möglich ist. Und ich muss es akzeptieren, wie auch ihr euch akzeptieren müsst, wie ihr seid und wie euer Körper ist. Und ich appelliere an alle, die an einer Recovery sind, das ist jetzt mein zweiter Teil, appelliere ich, dass ihr jeden Tag neu kämpft gegen die Essstörung. Es ist jeden Tag ein Kampf, auch ich kämpfe jeden Tag, auch ich muss die Kalorien jeden Tag neu zu mir nehmen, damit ich lebe. Es ist wichtig. Und das Ausreden, das müsst ihr weglassen oder versucht es wenigstens wegzulassen. Ausreden, weshalb man nicht das Essen jetzt so macht, wie man es vorgeschrieben bekommt. Ihr habt ja sicher auch einen Plan, die eine Recovery machen. Und man soll sich belohnen. Also ich möchte mich auch belohnen. Nach einem kleinen Etappenziel möchte ich mich belohnen. Gestern habe ich mir schon eine Rose gekauft. Das ist noch ein anderer Anlass. Ich habe morgen Geburtstag und feiere auch noch einen anderen Tag. Meine Anorexie hat Geburtstag. Ich habe an meinem Geburtstag angefangen zu hungern und das gehört auch dazu. Und es war auch an einem Sonntag zufälligerweise und morgen ist Sonntag und diese Rose steht für diese zwei Geburtstage. Wenn es einmal nicht geht beim Essen und Zunehmen oder bei dem Plan, was man hat, dann sollte man nicht wieder retour schauen, sondern vorwärts schauen und weitermachen, so wie es auf dem Plan steht. So wie es vorgeschrieben ist, man soll nicht den Tag wiederholen, den man vermasselt hat, sondern den nächsten Tag nehmen und so wieder weitermachen. Ich kann ja gut reden, aber ich muss es ja auch. Ich muss es jetzt mit der Sonde und ich darf ja auch zuessen und ich möchte mich dort auch verbessern mit dem Zuessen, damit ich das besser lerne und versuche. Also ich habe mir jetzt zum Geburtstag habe ich mir eine Papaya gewünscht, dass ich diese mal probiere. Die habe ich ja in Brasilien auch gegessen, das sollte gehen. Und man kann sich ablenken, wenn man zwischendurch Pausen hat. Man sollte den Plan wirklich strikt einhalten und strukturiert durch den Tag. Also immer zu gleichen Zeiten essen. Ich mache das auch mit der Sonde, immer gleich zur gleichen Zeit. Und zwischendurch sollte man sich ablenken, und zwar nicht mit Sport, um das Ganze wieder abzutrainieren, sondern vielleicht mit Malen oder Nähen, oder vielleicht habt ihr ein Tier, das versorgt werden muss oder hinaus muss zum Gassi gehen. Ihr könnt lesen, ihr könnt eine Liste machen mit den Etappenzielen und euch immer einen Wunsch aufschreiben, was ihr dann erfüllen, was ihr euch geben möchtet. Ihr könnt euch auch etwas kaufen oder sonst etwas zuliebe tun. Das ist sehr wichtig, sich belohnen und stolz sein auf das, was man geleistet hat. Und Frage, warum essen? Warum müssen wir essen? Und warum muss ich die Kalorienzahl jetzt erhöhen? Damit ich in meine Wohnung gehen kann, damit ich reisen kann, Konzerte besuchen, bei der Genesung heißt es, ich kann leben, ich kann alles wieder machen, ich kann Festivals besuchen, mit Freunden zusammen sein, shoppen gehen, singen. Es gibt ein Mädchen oder eine junge Frau, die schreibt mir immer auf WhatsApp und sie singt in einem Chor und das ist so schön, wie sie mir davon erzählt. Ich mache viel mit der Nähmaschine, man kann basteln, ich bastle mir diese Ringe oder mache Weihnachtskarten. Oder upcycle Kleider, das ist etwas Neues, was ich jetzt gelernt habe. Einfach wichtig, dass der Tag strukturiert ist und ihr keine
Zeiten habt, wo ihr nichts zu tun habt und wo ihr dann wieder vielleicht in die Sucht verfällt, also nicht vielleicht, kommt sicher in die Sucht verfällt. Und ich möchte, dass ihr das gut erlebt und eure Recovery erfolgreich durchziehen könnt, wenn ihr es alleine macht. Und alles immer zusammen unter Kontrolle vom Arzt und Ernährungsberatung und Therapeutin, Psychiaterin oder eine sonstige Therapeutin, damit ihr nicht alleine seid und das alles immer wieder auch besprechen könnt. Ihr könnt auch Tagebücher schreiben dazu, was ist mit mir, mit dem Essen, was passiert mit mir, wenn ich esse, was habe ich Schuldgefühle oder freue ich mich? Es gibt so viele verschiedene Sachen. Einfach wichtig, den vorgeschlagenen Plan einhalten. Das Glück der kleinen Dinge, wie ein Ziel erreichen, ein Lachen sehen, wird die Welt mit offenen Augen ansehen. Auch wenn es vieles Trauriges gibt, im Moment gibt es so viel Trauriges, was in Afghanistan passiert und das Corona und die Waldbrände und die Überschwemmungsopfer und es gibt so viel Trauer in dieser Welt und wir müssen aber trotzdem das Schöne sehen und immer die Augen offen haben für schöne Dinge. Ich habe jetzt morgen zum Beispiel auch große Angst, ich gehe zu meiner Mutter, sie ist noch nicht geimpft und hat sich noch nie getestet und mein Neffe, der geht noch heute in den Ausgang, wird mich dorthin fahren und ich bin halt einfach anfällig für dieses Corona und das Corona ist jetzt am Steigen und ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Angst vor morgen, aber das darf nicht sein. Ich muss einfach an das Schöne denken, ich freue mich auf meine Mutter, sie zu sehen und sie zu beschenken. Und auch schön ist es, wenn man jemandem zuhören kann, jemandem hier, wenn ich im Altersheim bin oder auch draußen, wenn ich eine Zuhörerin bin oder eine helfende Hand sein kann. Ich darf bei einer Mitbewohnerin das Zimmer einrichten, weil sie das Handling dazu nicht hat. Und ich möchte ihr Zeit schenken, Freude bringen mit einer Blume. Ich möchte meiner Mutter eine Blume schenken. Oder einen schönen Kartengruß. Lebensfreude erfahren, das ist wichtig, dass ihr Lebensfreude erfahren dürft. Und dass ihr merkt, was Leben überhaupt ist. Ich habe das erfahren in meinem Leben, als ich in Brasilien war und auch als ich leben durfte, als mir noch nicht alles weggenommen wurde, konnte ich vieles Schönes erfahren. Und heute ist es meine Schminke und meine Kleider, mein Styling. Auf das freue ich mich jeden Morgen und ich freue mich, mich zurechtzumachen und dann das abzufotografieren. Ich habe letzten Samstag hatte ich ein Fotoshooting in einem Wald. Es war wunderschön, es gab wunderschöne Bilder. Ich hatte so Spaß daran. Ja, und du bist deine Zukunft und arbeite daran für deine Zukunft. Du arbeitest für deine Zukunft und willst ja nicht krank bleiben, wenn du die Wahl hast, gesund zu werden. Es ist nicht allen vergönnt. Es gibt Leute, die haben Krebs. Also es ist jetzt nicht ein Vorwurf, aber wir haben die Chance, uns zu heilen. Und es gibt andere Menschen, die haben null Chance. Die müssen einfach an der Krankheit sterben. Eine Essstörung kann man besiegen, wenn man den Willen hat. Ich habe es nicht geschafft bis jetzt. Ich bin immer noch auf dem Weg. Entdecke deine innere Schönheit und bekomme dadurch deine Kraft. Vielfalt, wir sind alle einzigartig und es gibt so viele verschiedene Schönheit. Akzeptieren wir uns und unsere Gegenüber. Ich freue mich eben zu kleiden, das habe ich schon gesagt, und vergleiche nicht mit anderen. Jeder hat sein Rucksäcklein zu tragen und respektiere die anderen, aber vergleiche dich nicht mit anderen. Wir sind alle so verschieden und alle haben etwas, alle haben Talente, alle haben Fähigkeiten und alle sind wir schön und wichtig für diese Welt. Das ist ein Puzzle, das zusammenstimmt und die Welt bestimmt. Ja, das so sehe ich es.
Und zum Schluss möchte ich möchte heute nicht so lang machen, weil ich noch andere Teile dazu bringe. Ich möchte euch zum Schluss noch ein Gedicht sagen zur Schönheit. Ja, die Schönheit des Lebens findet man auch dann, wenn man Pläne macht, die schon bald keinen Sinn mehr ergeben. Weil jeder Tag eine Überraschung ist und sich hinter jedem Vorhang eines Moments ein Gewinn verbergen kann. Warum sollte man ihn dann nicht öffnen wollen? Einfach nur, weil man nicht weiß, was sich darin verbirgt und man die Gelegenheit, sich zu freuen, einfach nicht verpassen möchte? Der Zauber, die Magie, auch immer wie man es benennen mag, steckt in der Freiheit des eigenen Willens, für die unendlichen vielen Möglichkeiten des Lebens stets offen zu bleiben. Das wünsche ich euch und verabschiede mich für heute. Das Gedicht ist übrigens von Clara Louise und das habe ich in einer Zeitschrift gefunden. Ich danke euch fürs Zuhören. Ihr könnt mir gerne Kommentare schreiben. Ich hoffe, ich kann alles noch ins Video packen, was ich noch vorausgemacht habe. Deshalb heute nur dieser kurze Text. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und genießt euch und eure Schönheit und euer Leben und kämpft für euer Leben. Ich möchte euch das auf den Weg geben. Ihr seid wichtig und ihr seid jeder einzigartig für sich selbst. Es ist so und es bleibt so und ihr müsst es nur erkennen. Und ich schicke euch auch ganz viel Licht in die Dunkelheit, die viele haben. Ich habe mich innerlich verändern können. Ich bin nicht mehr traurig, ich fühle mich nicht mehr eingesperrt. Ich fühle mich frei, ich bin glücklich, dass ich am Leben bin und dass ich an mir arbeiten kann, auch wenn es nur in kleinen Schritten ist, aber es geht. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen und sage Bye, bis zum nächsten Mal, eure Franziska. Ich hoffe, ihr habt es heute gut gehört. Also, Bye zusammen.